Walpurgisnacht. Schweißgebadet wachte Martin aus einem seiner Albträume auf. Schon wieder ein Albtraum? Fragte ihn seine Freundin verschlafen. Ja, antwortete er knapp. Ihm war kalt und warm zugleich. Seine Haut kribbelte und sein Herz pochte so stark wie nie zuvor. In letzter Zeit hatte er öfters diesen Traum. Nur diesen einen einzigen. Ein Feuer, tanzende nackte Menschen, Blut und zum Schluss aus den Schatten entsprungen ein schwarzer Hund. Er zog sich um und legte sich wieder zu seiner Freundin, denn er musste früh aufstehen und zur Schule gehen. Der nächste Morgen lief wie immer. Seine Mutter war schon bei der Arbeit, seine Freundin wusste wieder nicht, was sie anziehen sollte, und Martin saß 5 Minuten vor Abmarschzeit in Boxershorts rum und sah aus wie ein frisch verlassenes Vogelnest. Bereit für die anstrengende Woche verließen die beiden die Tür des Hauses seiner Eltern und sahen in ein bekanntes Gesicht. Emma. Emma war seine beste Freundin. Sie waren immer das Dreamteam. Er, der große Starke, und sie, der kleine schusselige Angsthase. Jedoch direkt und ehrlich. Sie war ungefähr 1,60 groß, hatte ihre Haare stets zu einem Zopf gebunden und war eher schlank gebaut. Ellie und Martin nannten sie aus Spaß ihr adoptiertes Kind. Denn die beiden waren es, die Emma immer beschützten und ihr halfen, wenn sie irgendwelche Probleme hatte. Der Schulalltag war langweilig. Wie denn auch sonst? Momentan hatte die Schule sowas, sie nennen es dort Themenwochen. Josie, die Neue in der Klasse, durfte sich quasi als Willkommensgeschenk ein Thema aussuchen. Dieses Thema wurde dann 2 Wochen am Stück die ganze Zeit bearbeitet. Sie sah schon ein bisschen übernatürlich aus, mit ihrem schwarzen Rock und den schrecklichen, bleichen Kontaktlinsen, die wohl leere Augen oder so etwas Ähnliches darstellen sollten. Martin erinnerten sie eher an den grauen Star seines Opas. Das schwarze Kleid und die, wie könnte es auch anders sein, schwarzen Absatzschuhe trugen jetzt nicht besonders zu einem anderen Eindruck bei. Sie war wahrscheinlich ein Goth oder sowas Ähnliches. Daher hat es keinen gewundert, als sie das Thema das Übernatürliche wählte. Zum Entsetzen Martins musste er feststellen, dass er einige Themen sehr interessant fand. Geister, Dämonen, schwarze Hunde, die den Tod brachten, Götter und Flüche und was es sonst so gab. Bei dem ganzen Zeug, womit die Schule die Klasse den ganzen Tag bombardierte, war es doch kein Wunder, dass ihn diese Albträume ständig plagten. Seine Freundin Ellie witzelte schon, dass Martin verflucht worden sei. In den kommenden Tagen nahm die Klasse das Thema Hexensabbat und die Walpurgisnacht dran. Hexen inklusive. So, meine Damen und Herren, erzählt mir mal bitte, was ihr so alles über Hexen wisst. Ruft einfach rein, sprach der Lehrer Mr. Thomas. Sie sind steinalt und verdammt hässlich, rief Martin rein. Sie reiten auf Besen und haben Katzen, fügte Ellie hinzu. Sie können Gedanken manipulieren, ihre Gestalt ändern, halten Rituale ab und können Flüche aussprechen. Allerdings muss man erwähnen, dass sie ziemlich egoistisch sind. Sie machen nichts, was ihnen keinen Vorteil einbringen würde. Der ganze Raum wurde still. Josie, die Klugscheißerin. Josie, langsam machst du mir Angst, stammelte Emma leicht. Mr. Thomas lächelte. Alles soweit richtig. Nur müssen Hexen nicht immer hässlich sein, sagte er und blickte Martin dabei mit einem fast gruseligen Lächeln an. Die berühmteste Hexe, die je versucht hat, ewige Jugend durch Rituale zu erhalten, hieß Elizabeth Bathory. Ihr Spitzname war die Blutgräfin. Laut älteren historischen Aufzeichnungen versammelte sie 12 andere Hexen und lud diese zu ihrer Burg ein. Während Mr. Thomas die Geschichte erzählte, stach Martin seiner Freundin in die Seite und ärgerte sie etwas. Die hat den gleichen Vornamen wie du. Ihr seid wohl verwandt, ha? Ellie warf ihm einen bösen Blick zu,
verdrehte die Augen und lauschte wieder dem Vortrag von Mr. Thomas. Sie zündeten dort auf dem Hof ein Feuer und führten dort angeblich das Ritual durch. Was war das für ein Ritual? Unterbrach Josie seinen Vortrag. Das weiß man leider nicht. Darüber wurden keine Aufzeichnungen gemacht. Wäre es möglich, dass es ein Blutritual gewesen ist? Ihr Ziel war es ja, jung und schön zu bleiben. Da wäre es doch das Effektivste gewesen. Also, nehme ich an. Mr. Thomas runzelte die Stirn und spielte an seiner Brille. Das tat er immer, wenn er nachdachte. Nun, ausschließen kann ich es nicht. Möglich ist es. Wie ging es weiter mit der Blutgräfin? Fragte Emma. Nun, angeblich hat sie 80 Menschen umgebracht über die ganzen Jahre. Anschließend wurde sie in einen Turm gesperrt und zu allerletzt wegen Hexerei verbrannt. Ihre verkohlte Leiche ließ man als Warnzeichen und Abschreckung dort hängen, bis sie eines Tages verschwand. Man vermutet, ihr kleiner Hexenzirkel, der niemals geschnappt wurde, hätte die Leiche mitgenommen. Es klingelte und Mr. Thomas erhob sich. Nun, das war's erstmal. Machen wir morgen weiter. Es gingen alle nach draußen und machten sich auf den Heimweg. Seit neuestem lief Josie immer mit dem Trio nach Hause. Sie wohnte nämlich hinter dem verhältnismäßig kleinen Wäldchen am Ende des Dorfes in ihrer Nähe. Ellie und Martin spazierten in dem Wald immer an dem kleinen Fluss entlang, der am Ende in einen kleinen Teich mündete. Die beiden liebten diesen Ort. Er war magisch. Dort hatten sie ihren ersten Kuss. Und ihr erstes gemeinsames Date fand ebenfalls dort statt. Dieser Ort verband sie und hielt ihre gemeinsamen Erinnerungen und dadurch die schöne Zeit miteinander aufrecht. Ungefähr 10 Minuten von diesem Ort entfernt gab es einen kleinen Höhleneingang. Es war keine tiefe Höhle, denn sie war nicht besonders groß. Es gab jedoch genug Platz, um so manche verrückte Party dort zu feiern, von denen die Erwachsenen selbstverständlich nichts wissen durften. Als die kleine Gruppe weiterging, rätselten sie, wie die Rituale aussahen, wie viel Blut wohl floss und ob Mr. Thomas sich wohl die Geschichte ausgedacht hatte. Ist euch denn aufgefallen, dass die Hexen inklusive der Gräfin insgesamt 13 waren? Fragte Emma schließlich in die Runde. Oh, 13. Die große Zahl des Unglücks, bemerkte Ellie. Wieso heißt sie eigentlich Blutgräfin? Gehörte sie dem Adel an? Fuhr Emma fort. Ja, antwortete Josie knapp. Danke für die glorreiche Aufklärung, Josephine. Für diese Bemerkung handelte sich Emma einen bösen Blick von Josie ein. Elizabeth Bathory war eine ungarische Gräfin im späten 16. Jahrhundert. Mehr hat Wikipedia auch nicht gesagt. Ellie grinste fröhlich vor sich hin und legte ihren Kopf auf Martins Schulter. Da wollte die Gräfin wohl dafür sorgen, dass sie in Vergessenheit geriet. Hat nicht so gut geklappt. Sie kamen an dem kleinen Trampelpfad entlang, an dem sie sich immer von Josie verabschiedeten. Es wurden kleine Gesten des Abschieds ausgetauscht und Martin musste Emma mal wieder auffangen, weil sie sonst über eine Wurzel gestolpert wäre. Und dann wurde der Rest des Heimwegs angetreten. Kein Wunder, dass Josie sich so für das Übernatürliche interessiert. Bei dem gruseligen Wald und der ganzen Langeweile dort im Dorf kann man ihr fast keinen Vorwurf machen. Wurde die Ruhe von Martin unterbrochen und alle fingen an zu lachen. Ja, du hast vermutlich recht. Wahrscheinlich hat sie ihre eigenen Rituale, die sie dort abhält, scherzte Ellie. Denkst du das wirklich? Oh nein, ich habe sie verärgert. Sie wird mich bestimmt als Nächste opfern, antwortete Emma auf Ellies Aussage. Nein, ich mache nur Spaß. Alles in Ordnung, kicherte Ellie leise und legte ihre Arme um Emma, um sie zu beruhigen. Es wurde nun auch Zeit, sich von Emma zu verabschieden, und Martin und Ellie machten sich nun endlich auf den Weg zu Martin. Dort angekommen, gab es was zum Abendbrot. Der Haushalt wurde erledigt, und dann ließen sich die beiden in ihr Bett fallen. Sie lagen eng beieinander und küssten sich sanft. Danach tauschten sie Blicke aus und schauten sich tief in die Augen. Ellie hatte schöne, grüne Augen. Ihre langen braunen Haare hatte sie stets offen und ihre schöne, sportliche Figur wurde nochmal extra von ihrer etwas breiten Hüfte betont.
Ein Augenschmaus mit Humor und einer guten Seele. Die beiden taten sich sehr gut. Wenn man bedenkt, was Ellie alles durchmachte und durchgemacht hatte, war es schon seltsam, dass Ellie durch ihre Anwesenheit Martin half und sie sich dadurch selber half. Sie waren nun bereits seit einem Jahr zusammen und er wusste noch immer nicht, was ihr alles passiert war und warum sie dort nicht mehr wohnen konnte. Ihre Eltern hatten nie Anstalten gemacht, sie zurückzuholen oder ähnliches. Leider, oder vielleicht zum Glück, hatte Martin diese nie kennengelernt oder gesehen. Und glücklicherweise hatten Martins Eltern Verständnis und ließen seine Freundin bei ihm wohnen. Manchmal bildete er sich ein, alte Brandwunden an ihr zu erkennen. Große, hässliche Wunden. Doch sie verneinte es immer und flüchtete sich danach ins Bad. Offenbar versuchte sie, die Stellen zu überschminken, denn danach waren sie nicht mehr zu sehen. Nachhaken wollte er auch nicht. Wenn sie wollte, würde sie es ihm schon erzählen. Für ihn stand jedenfalls fest, er würde Ellie nie wieder hergeben. Der nächste Morgen lief wie gewohnt ab. Zuerst die Morgenroutine. Der Alltag und die Schule waren relativ gleich. Als Martin und die anderen sich wie gewohnt auf dem Nachhauseweg befanden, teilte die Gruppe sich. Josie musste schnell nach Hause. Ellie wollte einkaufen gehen, nur Emma blieb wie gewohnt an Martins Seite, bis sie in ihre eigene Straße abbiegen musste. Zu Hause angekommen, erledigte er den Haushalt und wartete darauf, dass Ellie ankam und ihm ein wundervolles Mahl auf den Tisch zauberte. Er kicherte leise in sich hinein, als er über seine Gedanken nachdachte. Vielleicht ist sie ja eine kleine Hexe. Dann könnte er Mr. Thomas ein lebendes Exemplar zeigen. Doch sie kam nicht. Es war mittlerweile schon 18 Uhr. Sie sollte schon längst wieder hier sein, sagte er zu Emma, die auf seinen Hilferuf hin zu ihm gekommen war, während er nervös auf und ab ging. Vielleicht steht sie ja an einer langen Schlange an der Kasse, meinte Emma. Martin warf ihr einen bösen Blick zu. Für solche Späße war er momentan nicht zu haben. Gut, wenn sie in einer Stunde noch nicht da ist, suchen wir sie, okay? Emma legte ihren Arm um ihn. Das war ihr Versuch, ihn zu trösten. Er fühlte sich gleich viel besser. Okay, stammelte er nur etwas und genoss ihre Nähe. Die Zeit verging und Ellie tauchte nicht wieder auf. Stundenlang hatten sie sie gesucht. Auch Telefonate kamen zu keinem Ergebnis. Sie war einfach verschwunden. Martin zog sich seine Jacke an und machte sich auf, um zu Ellies Haus zu gehen. Er hatte den Verdacht, dass Ellie vielleicht dort zu finden war. Möglicherweise hatten ihre Eltern sie ja weggeschnappt und eingesperrt. Ihm gingen tausend Gedanken durch den Kopf. Am Eingang zu ihrer Türschwelle gab er Emma ein Zeichen, dass sie da warten sollte. Die Kleine hatte mehr Angst vor der Situation als alle anderen. Leise klopfte er an die Tür. Wenige Zeit später öffnete ihm eine Dame mittleren Alters. Ja, bitte, sprach sie vorsichtig mit einem für die Gegend üblichen Abstand zur Tür. Guten Abend. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Ellie. Ich hatte angenommen, dass sie hier ist. Bei ihrer Familie. Könnten Sie uns helfen, sie zu finden? Welch förmlicher, netter junger Mann! Doch dann verfinsterte sich ihre Miene. Ich habe keine Tochter. Verschwindet jetzt! Ich will euch nie wieder sehen! Kaum hatte Martin sich aus der Schockstarre gelöst, die ihm dieser plötzliche Stimmungsumschwung bereitet hatte, hörte er, wie die Tür zugeknallt wurde. In dem Moment, als er sich umdrehte, bemerkte er, dass Emma schon über alle Berge war. Sie musste sich zu Tode erschreckt haben. Er fand sie versteckt hinter einem Busch. Schon gut, alles in Ordnung. Du kannst wieder rauskommen. Mit ängstlicher Stimme stammelte das Mädchen. Das war wohl ein Fehlschlag. Ihre Familie ist bestimmt schon ausgezogen. Nein, erwiderte er. Hast du sie gesehen? Sie war Ellie wie aus dem Gesicht geschnitten. Das war mit Sicherheit ihre Mutter. Nein, habe ich nicht. Hatte zu viel Angst. Und vom Gebüsch aus konnte ich nicht viel sehen. Er nahm sie in den Arm und versuchte, sie zu beruhigen. Beide kamen zu dem Schluss,
dass es am besten wäre, die Polizei zu informieren. Martins Mutter fuhr die beiden zur Polizei und gemeinsam mussten sie beschreiben, wann sie Ellie zuletzt gesehen hatten und alle möglichen Details angeben. Der Polizist rief Ellies Mutter an, um die Angaben der beiden zu überprüfen. Allerdings wies die Mutter auch den Polizisten ab, wie sie es bei Emma und Martin getan hatte. Ihr Geschrei konnte man durchs Telefon hören. Vor Schreck zuckte Emma leicht zusammen, worüber Martin etwas schmunzeln musste. Du kleine Angsthase, sagte er zu ihr und legte seinen Arm um ihre Schulter. Der Beamte versicherte ihn, dass sie sofort anfangen würden zu suchen und schickten sie nach Hause. Sie brachten Emma nach Hause, wo Martin und sie sich liebevoll zum Abschied umarmten und fuhren dann selber heim. Nun saß er da, in seinem Zimmer. Alles erinnerte ihn an Ellie. Wo war sie nur? Wer hatte ihr das angetan? Und wieso? All das spukte in seinem Kopf und Martin begann zu weinen. Der nächste Morgen begann schleppend. Mit den Klamotten vom Vortag und Augenringen von der verweinten Nacht machte Martin sich auf zur Schule. Der Klassenraum hatte die gewohnte Atmosphäre. Alle lachten und es war alles so wie immer. Sie wussten natürlich nichts von Ellies Verschwinden und hatten nicht so eine anstrengende Nacht gehabt. Hier und da erntete er einen fragenden Blick. Er nahm an, wegen seiner Augenringe oder den leicht stinkenden Klamotten. Doch das war ihm egal. Ellie war das Einzige, was ihn im Moment beschäftigte. Mr. Thomas kam herein. Er hatte einen traurigen Blick aufgesetzt. Hört mir bitte zu. Meine Damen und Herren, leider muss ich euch berichten, dass unsere Ellie und 5 weitere Schüler von der Schule verschwunden sind. Man spürte förmlich, wie sich die Atmosphäre im Raum änderte. Die Luft wurde scheinbar schwer und alle Blicke waren auf Martin gerichtet. Diese mitleidigen Blicke, weil seine Freundin verschwunden war. Sucht sie lieber, anstatt mich so anzustarren. Wir werden euch jetzt nach Hause schicken. Das ist alles ein bisschen viel. Falls ihr es wünscht, unser Schulpsychologe steht euch zu jeder Zeit zur Verfügung. Wir sehen uns morgen. Der Schock saß sehr tief. 6 Schüler waren verschwunden. Emma hielt sich stets an Martins Seite auf und Martin war sichtlich froh darüber. Niemals hätte er es zugelassen, dass ihr auch etwas passierte. Sie gab sich wirklich Mühe, Martin aufzubauen. Sie ließ ihn niemals mehr allein. Nur sie war in seiner Nähe und tröstete ihn. Ob Emma dafür sorgte oder ob die Menschen selber anfingen, ihn zu meiden, wusste er nicht. Ehrlich gesagt war es ihm auch ganz lieb so. Emma war immerhin seine beste Freundin. Sie war die Person, der er, abgesehen von Ellie und seiner Mutter, am meisten vertraute und die er sogar liebte. Emma blieb auch über Nacht bei ihm. In der Nacht kam sie plötzlich in Martins Bett gekrabbelt. Ich kann nicht schlafen. So wie ich das sehe, du auch nicht. Sie wischte ihm ein paar Tränen aus seinem Gesicht und schmiegte sich eng an ihn. Moment, was geschah da? Was war das? Doch er genoss es. Ihre Wärme war angenehm zu spüren. Schuldgefühle hatte Martin trotzdem, Ellie gegenüber. Es fühlte sich sehr gut an und es gab ihm etwas Trost. Wollte sie vielleicht Ellies Platz einnehmen? Nein, sie war seine beste Freundin. Martin ließ sich auf ihre Nähe ein und schloss die Augen, um zu schlafen. Mitten in der Nacht schreckte er aus seinem Schlaf auf. Emma, die dadurch wohl aufgewacht war, blickte ihn verwirrt und verschlafen an. Was hast du denn? Ich hatte einen Albtraum. Alles in Ordnung. Schlaf weiter. Zu seinem Glück hakte sie nicht weiter nach und schlief weiter. Sie dachte sich wahrscheinlich, wenn er bereit dafür wäre, würde er ihr schon davon erzählen. Die Sache mit dem Albtraum konnte er ihr unmöglich erzählen. Was würde sie nur von ihm denken? Doch dieser Traum war anders. Eigentlich war er so wie sonst auch, nur ohne den schwarzen Hund. Stattdessen war dort Ellie, voller Blut. Das war mit Abstand der schlimmste Traum bisher. Ellie, wo bist du nur?
Der nächste Tag in der Schule war schlimmer gewesen als sonst. Die Schule hatte kurzweilig geschlossen und überall waren Polizeibeamten. Es waren 6 weitere Schüler verschwunden. Überall standen weinende Eltern und Freunde. Der Beamte, bei dem Martin schon am Vortag wegen Ellie gewesen war, sprach mit einem Kollegen. Was war nur los? Am späten Nachmittag bekamen die beiden ungeplanten Besuch. Josie. Josie, komm doch bitte rein. Wir gehen am besten in mein Zimmer. Zusammen gingen sie hoch, wo Emma schon wartete. Als sie Josie sah, setzte sie einen seltsamen Blick auf. Den zu interpretieren fiel echt schwer. War es Eifersucht? War es Angst oder Vorsicht? Schrecklich, was hier alles passiert, sagte Josie, um die peinliche Stille zu durchbrechen. Gefällt dir doch. So wie du aussiehst und dich gibst, ist das doch genau dein Ding. Alle im Raum waren geschockt. Emma, was sagst du denn da? Josie und Martin starrten beide Emma an. Ist doch so. Emma schmiegte sich währenddessen eng an Martin und krallte ihre Finger in seine Oberarme. Fast so, als würde sie ihn von ihr wegziehen wollen. War es also doch Eifersucht? Nein, eher die Reaktion, wenn eine Mutter ihr Kind beschützen will. Was war nur los mit ihr? Ich schlage vor, ich gehe jetzt wohl besser. Josie stand auf und ging Richtung Tür. Unter Aufwendung all seiner Kraft konnte Martin sich von Emma lösen und rannte Josie hinterher. Hör mal, es tut mir echt leid. Die ganze Sache macht ihr schwer zu schaffen. Sie ist nicht ganz sie selbst. Es ist für uns alle schwer. Wir sollten uns ablenken. Die Walpurgisnacht ist morgen und hier steigt wieder eine Feier. Das ganze Dorf ist dabei. Kommt doch auch. Das bringt euch sicher auf andere Gedanken. Ich überlege es mir, brachte er schließlich heraus, nachdem er einen Moment darüber gegrübelt hatte. Nach Feiern war ihm eigentlich nicht zumute. Ein kurzes Winken reichte für die Verabschiedung und Martin ging wieder hoch zu Emma. Oben angekommen, warf er Emma einen bösen Blick zu. Was sollte das? Das war nicht fair. Sie wollte sich nach uns erkundigen. Sie hat sich Sorgen um uns gemacht. Emma wich etwas vor Martin zurück. Es tut mir ehrlich leid. Es ist einfach so aus mir herausgeplatzt. Ich konnte sie in dem Moment einfach nicht sehen. Weich geklopft von ihren Worten, nahm Martin sie wieder in den Arm. Kaum zu glauben, dass die Feier im Dorf morgen trotzdem stattfindet. Es ist Walpurgisnacht. Eine wichtige Feier. Bringt ordentlich Geld ein. Bei dieser Bemerkung mussten beide lauthals lachen. Emma wusste einfach, wie man die Situation auflockerte und einen auf andere Gedanken brachte. Beide kochten dann noch zusammen und nach dem Abendessen gingen beide ins Bett und schliefen. Die Albträume kamen wieder. Feuer, Blut, der schwarze Hund. Die ganze Sache machte ihn langsam echt wahnsinnig. Es war mittlerweile 16 Uhr, als Martin endlich aufwachte und er sich aus seinem Bett erhob. Die Träume und die ganze Situation hatten ihn wirklich eine Menge Kraft gekostet. Martin ging duschen und zog sich neue Sachen an. War auch dringend wieder nötig. Emma kam ins Zimmer. Super, du bist endlich fertig. Hast fast das wichtigste Ereignis in deinem Leben verpasst. Verwirrt sah er sie an und musterte sie. Irgendwas war anders. Wenn du die Tatsache meinst, dass du deine Haare plötzlich offen trägst, dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Sie stemmte die Hände in ihre Hüfte und zog eine Augenbraue nach oben. Du schläfst wohl noch halb. Ich meinte die Feier. Mit einer Handbewegung gab sie ihm zu verstehen, dass er ihr folgen sollte. Und ganz automatisch gehorchte sein Körper ihr. Es fehlte ihm zwar die Lust zum Feiern, allerdings wollte er Emma nicht enttäuschen. Ihr Gesicht strahlte so sehr vor Freude. Das wollte er ihr nicht zerstören. Gemeinsam schlenderten sie durchs Dorf. Es gab viele Stände und viel, viel Essen. Im Hintergrund lief etwas Musik. Lachende Kinder waren zu hören. Emma strahlte. Das alles machte sie wohl sehr glücklich. Warte kurz hier, sagte sie an ihn gerichtet und rannte davon.
zugegeben, war ihm etwas unwohl bei dem Gedanken. Wer weiß, wer sich da so alles versteckt, in der Masse lauert. Nee, das war nur seine Paranoia. Sie kam wieder und hatte zwei Stäbe Zuckerwatte in der Hand. Ein Schmunzeln konnte er sich nicht verkneifen. Sah schon lustig aus. So eine kleine Frau mit zwei so riesigen Zuckerwatten. Nach einer Weile gab es auf der Feier nichts Neues mehr zu erkunden. Komm schon, Emma, lass uns endlich nach Hause gehen, jammerte Martin schon beinahe wie ein kleines Kind. Nein, es geht noch weiter. Eine schöne Überraschung wartet auf dich. Ein Seufzen entfuhr ihm und er ließ sich ohne weitere Widerworte von ihr führen. Als er den Fluss sah, ahnte er bereits, wo es hinging. Zu dem geheimen Partyplatz, der Höhle. An der Höhle angekommen, war bereits eine kleine Menschenmenge zu sehen. Jungen und Mädchen, Männer und Frauen. Sie standen nur da, bis auf ein paar Frauen, die ungefähr die Hälfte der Gruppe ausmachten. Es waren bekannte Gesichter. Nur woher? Natürlich, das waren die verschwundenen Schüler der Stadt. Hastig blickte Martin sich um. Was war hier los? Was machten die alle hier? Wo waren sie gewesen? Alles Fragen, die ihm durch seinen Kopf gingen. Als er den Mund aufmachte, um nach Ellie zu rufen, hatte sich Emma bereits vor ihn gestellt. Eine coole Party, oder? Alle sind versammelt. Verwirrt schaute Martin sie an. Was ist hier los, Emma? Was geschieht hier? Ellie muss doch auch irgendwo hier sein. Emma lächelte. Deine Überraschung! Alle 12 Vermissten stapelten Holz auf und entzündeten es. Ein hüfthohes Feuer entflammte. Die Lichtstrahlen des Feuers erhellten jeden Winkel der Höhle. Die Höhle war voller Blut und Totenschädel. Wenn man sich Martin anschaute, konnte man sehen, wie ihm das Blut aus seinem Gesicht schwand. Er wollte losschreien und wegrennen, doch als ihn der Blick von Emma traf, konnte er sich keinen Zentimeter weiter bewegen. Was war nur los mit ihm? Die Stimmung änderte sich. Dunkle Wolken zogen sich zusammen. Die Luft wurde erdrückend. Wie es aussieht, geht es wohl los, sagte Emma mit einem glücklichen Unterton. Sie ging zu Martin, gab ihm einen Kuss auf die Wange und umarmte ihn fest. Du hast bestanden. Du bist der Richtige. Setz dich hin und genieße es, sagte sie einfühlsam, aber bestimmt. Martin gehorchte. Emma begann langsam, sich auszuziehen. Erst war sie nur in Unterwäsche, dann komplett nackt. Ihr Körper war wirklich bezaubernd. Martin konnte kaum den Blick von ihr abwenden. Nur, was sollte das? Vor Scham wandte er doch seinen Blick von ihr ab. Leugnen brachte nichts. Das, was er sah, gefiel ihm. Doch das wäre Ellie gegenüber nicht fair. Sie war seine Freundin, nicht Emma. In dem Moment hockte sich Emma vor ihn. Mensch, selbst jetzt denkst du immer noch nur an sie. Du bist wahrlich der Richtige. Seinen Blick immer noch abgewandt, sah er, wie die anderen Frauen sich ebenfalls entkleiden. Vor Scham richteten sich seine Nackenhaare auf. Sie waren alle nackt und begannen jetzt im Einklang mit einem anscheinend vorgegebenen Rhythmus, um das Feuer zu tanzen. Alle anderen, die drumherum saßen, beäugten das Spektakel. Eine merkwürdige Präsenz erdrückte die eh schon schwere Luft. Dunkle Schatten huschten über die Wände der Höhle. Blitze entluden sich über der Himmelsdecke. Leises Trommeln war zu hören, das immer lauter wurde. Die Frauen ließen sich davon nicht beeindrucken und führten ihren Tanz weiter auf. Emma blickte rüber, während sie ihre Bewegungen dem Rhythmus der Trommeln anpasste. Martin musste schwer einatmen, als er sah, wie ihre Augen sich schwarz färbten. Man konnte keine Pupille, gar nichts mehr sehen. Alles wurde nur noch schwarz. War sie zu einem Dämon geworden? Beim genauen Hinsehen merkte man, dass alle Frauen jetzt schwarze Augen hatten. Das Getrommel wurde lauter und die Frauen stimmten ein Gedicht an. Elizabeth, eile herbei! Deine Jugend findest du hier anbei. Wir opfern dir die 13 in voller Pracht. Schenke uns dafür mehr und mehr deiner Macht.
In ihrem Blute sollst du dich baden. Nur so kannst du dich an ihrer Jugend erlaben. Elisabeth, eil herbei. Diese Zeilen wiederholten sich immer und immer wieder und wurden dabei jedes Mal ein kleines bisschen schneller. Das Trommeln war schon ohrenbetäubend und man sah Martin an, wie er immer mehr in eine Art Trance fiel. Im Gebüsch waren ein Rascheln und ein bedrohliches Knurren zu hören. Ein schwarzer Hund kam aus dem Gebüsch gesprungen. Meine Träume, sie werden wahr, stammelte Martin, dem die Angst ins Gesicht geschrieben stand. Der Hund war sehr groß und sah aus wie ein Labrador, wenn man die Rasse ahnen müsste. Von der Pfote bis zu seinen Schultern war er ungefähr 70 cm hoch. Die Schnauze war aber etwas länger gezogen, als man es von dieser Rasse kannte. Und seine Zähne waren alle sehr spitz. Ein wirklich bedrohliches Tier. Entgegen aller Erwartungen griff der Hund einen der Schüler an. Nur das Schreien und das Geräusch, wenn ein Körper gezogen wird, waren noch zu hören. Langsam begriff Martin es. Es war ein Ritual. Und Elisabeth und ihre 12 Hexen opferten sie alle. Jeder Versuch, sich zu wehren oder zu fliehen, blieb erfolglos. Die Trance oder Lähmung hielt noch an. Die Hexen entfernten sich nun vom Feuer und schlenderten zu den Vermissten rüber. Jeder von ihnen nahm einen der Zuschauer mit und verschwand im Wald. Emma kam als letztes rüber und griff sich Martin. Mit ihren schwarzen Augen lächelte sie ihn an und ging in Richtung des Waldes. Sie folgten der Blutspur, die wohl die Schnauze des Hundes hinterließ. Nun kamen sie an dem Teich der Liebe zwischen Ellie und Martin. Alle 12 Hexen umkreisten mitsamt ihren Opfergaben den Teich, der bereits etwas rot war. Die Leiche des Jungen, den der Hund mitgezerrt hatte, lag wohl bereits im Inneren des Teiches. Die Trance ließ etwas nach und langsam fiel Martin etwas auf. Mr. Thomas hatte erwähnt, dass Rituale immer ein bestimmtes Muster haben. Ihm fiel auf, es waren zwar 12 Hexen, allerdings nur 11 Opfer. Die Rechnung ging nicht auf. Wenn jede von ihnen ein Opfer bringen musste, mussten es doch 13 sein. Elisabeth war auch nirgends zu sehen. Es hat alles seine Richtigkeit, mein Lieber. Martin blickte verwirrt nach oben und sah in die schwarzen Augen von Emma. Du denkst wohl, es sind 13 Hexen für dieses Ritual nötig. Nein, 12 Hexen, ein Ritual, eine Hexe, die durch das Ritual gestärkt werden soll. Ein fieses Lachen entfuhr ihr. Martin musste ebenfalls etwas lächeln. Ach ja? Wo ist sie dann, eure Elisabeth? Just in diesem Moment kam der schwarze Hund aus dem Gebüsch gesprungen. Er deformierte sich schrecklich. Seine Knochen brachen und immer wieder hörte man, wie der Hund schmerzlich jaulte. Das Jaulen wurde immer lauter, bis aus einem Jaulen ein schmerzerfüllter Schrei wurde. Da stand nun kein Hund mehr, sondern eine von unzähligen Brandnarben gezeichnete Frau. Ihr Körper war voller Ruß, die Augen blutunterlaufen mit dicken Adern. Emma stand auf und ging zu der keuchenden Frau. Hallo, Elisabeth. Er hat deinen Test bestanden. Seine Gefühle und sein Herz gehören allein dir. Ich habe wirklich versucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Er wird das letzte und wichtigste Opfer sein, was wir all die Jahre suchten. Heute ist der große Tag. Du wirst von deinen Schmerzen befreit werden, ewig jung sein. Und wir bekommen dadurch unvorstellbare Macht. Die Frau sagte mit schwacher und trockener Stimme, sehr gut gemacht. Lasst uns mit dem Ritual fortfahren. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Elisabeth taumelte langsam in den Teich und ließ sich von Emma oben halten, damit sie nicht sank. Emma reichte den anderen Hexen ein Messer und sie gingen mit ihren Partnern zum Teich. Jede einzelne schnitt ihrem Partner die Kehle auf und ließ ihn ausbluten. Ihre Körper zuckten schrecklich, bis sie schließlich zur Ruhe kamen. Sie waren tot. Es waren wirklich alle tot. Alle bis auf Martin.
Die Trance ließ nun endgültig nach. Emma ließ Elizabeth los und sie sank. Doch Elizabeth erhob sich und stieg aus dem Teich. Langsam ging sie auf ihn zu. Hey, mein Kleiner, sagte sie und strich ihm mit ihrer blutverschmierten Hand übers Gesicht. Warum ich? Stammelte er und begann leise zu schluchzen. Weil du mir das gibst, was ich brauche. Ich brauchte ein Herz, was für mich wahre Liebe empfindet. Doch meine Jugend konnte nie lange aufrechterhalten werden und ich musste mich Tage vor dem Ritual verstecken. Du liebst mich wahrlich und das wird mir ewige Jugend schenken. Verwirrt sah er in Elizabeths Augen. Was meinst du? Ich liebe dich nicht. Ich habe dich nie zuvor gesehen. Die einzige Person, die ich liebe, ist... Martin verstummte. Er blickte in ihre Augen und sah, wie diese grün wurden. Die Narben heilten und er sah ein bekanntes Gesicht. Es war Ellies Mutter. Als die Hexen das erstaunte Gesicht von Martin sahen, brachen sie in lautes Gelächter aus. Jedoch ging es weiter. Sie wurde immer jünger. Martin brach in Tränen aus. Nun sah er, wen er wirklich vor sich hatte. Ellie, voller Blut und noch schön wie eine Göttin. Ellie? Stammelte Martin. Elizabeth, oder besser gesagt Ellie, lächelte ihn sanft an. Ja, mein Liebster, ich bin es. Tut mir leid, dass ich mich so lange vor dir verstecken musste. Doch ich musste deine Gefühle testen und meine wahre Gestalt verbergen. Ich bin eine Hexe und konnte dich das sehen lassen, was ich will. Es war ziemlich einfach. Martin war schon wieder den Tränen nahe. Er konnte offensichtlich nicht fassen, dass er nicht nur von seiner besten Freundin, sondern anscheinend auch von seiner Geliebten verarscht worden war. Emma und Ellie, ihr habt mir beide was vorgespielt. War alles nur gelogen? Die Gefühle, die Liebe, alles? Was war denn überhaupt echt in meinem Leben? Fragte Martin, dem nun die Tränen über die Wangen liefen. Das braucht dich nicht zu kümmern. Sie gab ihm noch einen Kuss und rammte ihm währenddessen ihre Hand in seinen Brustkorb. Ich brauchte ein Herz, das mich liebt. Das musste ich mir irgendwie beschaffen. Und das brauchte Zeit. Nun habe ich mein Ziel erreicht. Ich werde ewig jung sein. Sie riss ihm das Herz raus und Martin fiel zu Boden.